Willkommen zurück auf Nerd Universe. Und ich dachte, ich zeige euch heute mal ein bisschen was aus Star Citizen. Dem Großteil von euch sollte Star Citizen mittlerweile schon bekannt sein. Star Citizen ist ein äußerst ambitioniertes Space Game von der Legende Chris Roberts ersonnen. Und Star Citizen machte viele Schlagzeilen, weil es damals auf Kickstarter und generell auch mit dem Backer-Projekt, das sie immer noch im Laufen haben, über 146 Millionen Dollar eingenommen haben. Ich wiederhole nochmal. 146 Millionen Dollar. Und das ist eine Menge Schotter. Und zu Recht, wenn man bedenkt, was Chris Roberts und seine Vasallen vorhaben mit Star Citizen. Aktuell ist Star Citizen immer noch eine Alpha, seit gefühlten 250 Jahren. Böse Stimmen behaupten, das Spiel wird auch noch bis 2077 in der Alpha sein. Ich hoffe es nicht. Ich bin schon ziemlich scharf drauf. Muss aber gestehen, ich schaue eigentlich immer wieder mal nur sporadisch rein, weil es halt einfach, es hat noch einen starken Alpha-Status. Und ja, also wirklich viel spielen kann ich es noch nicht wirklich, finde ich. Es gibt da einfach noch zu wenig. Also ist da einfach noch zu unausgereift. Aber es lohnt sich immer wieder mal einfach reinzugucken, weil es gibt schon auch immer wieder viele Veränderungen. Und es kommen peu à peu kommen auch Inhalte hinzu und auch Verbesserungen. Da denke ich nur daran, wie ich anfänglich auf der Station, also wirklich ewig lang nach meinem Raumschiff gesucht hatte. Ich hab's gar nicht gefunden. Und einmal habe ich es gefunden, per Glück. Mittlerweile ist es so, man kann es auf der Station rufen. Da gibt es ein Terminal, da kann man dann entsprechend das Raumschiff rufen. Und dann wird auch einem gesagt, auf welchem Landedeck sich das Raumschiff befindet. Ich habe mir damals nur einen kleinen Betrag eben auch dann entsprechend abzwacken lassen und habe eben ein kleines Pack gebackt und habe entsprechend auch ein kleines Raumschiff. So, jetzt gucken wir mal, wie es FPS-technisch aussieht, aber das passt. Habe es jetzt auf 1080p laufen und Very High zusammen mit der Aufnahme. Wenn ich alleine spiele, dann kann ich es auf 1440p rennen lassen mittlerweile und auf Very High, also das passt schon sehr gut von der Performance. Das war noch vor einem halben, dreiviertel Jahr weitaus schlechter. Es wurde ja mittlerweile auch die Engine gewechselt, also komplett umgekrempelt, neue Engine und alles. Das war schon dann auch ein riesen Aufwand und das hat sich mal meiner Meinung nach gelohnt. Und Star Citizen ist deswegen so ambitioniert, weil sie sehr viel vorhaben. Also wenn ihr jetzt erstmal schon schaut, also grafisch ist das natürlich erste Sahne. Man muss bedenken, das wird auch ein Online-Game werden. Und ihr werdet hier viele Spieler antreffen, mit Sicherheit. Es gibt schon sehr viele Backer. Es gibt schon auch eine Community, eine große Community, die ja schon am Start ist. Oben links seht ihr auch schon eben, dass da auch Community schreibt. Es sind auch viele Deutsche am Start, habe ich gesehen. Also ich habe gestern ein bisschen gezockt. Und da geht was. Also ihr werdet natürlich die unterschiedlichsten Raumschiffe haben. Ihr werdet vor allem auch, ihr könnt die Raumschiffe reparieren, tunen, anpassen und zwar wirklich manuell. Also ihr könnt quasi jedes Schräubchen drehen. Und die Ingenieure da draußen, die werden sich darüber mehr als nur freuen. Der Laie wie ich, der wenig mit Raumfahrt Engineering zu tun hat, dem graust ein bisschen davor. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher weniger am Raumschiff rumschrauben. Aber das ist etwas, was halt eben gerade viele, viele Hardcore Piloten, Raumschiffpiloten, ich denke da gerade so an so EVE Online-Spieler, da geht denen natürlich ein Herz auf. Und wir haben hier auch schon jetzt Läden auf der Station, da könnt ihr Waffen kaufen. Es gibt einen Modus namens Star Marines,
Da könnt ihr euch dann auf Maps dann entsprechend gegenseitig eins um die Ohren ballern. Es ist auch geplant, dass ihr auf Stationen landen könnt, auf Planeten landen könnt. Die Planetenlandungsgeschichte, die soll voraussichtlich im Juni diesen Jahres kommen. Bin ich mal gespannt, ob die das schaffen vom Zeitplan her. Es verschiebt sich da immer wieder mal was. Aber da bin ich schon extrem gespannt drauf, weil die Bilder, die man bisher gesehen hat, die sahen schon sehr, sehr, sehr geil aus. Und da wird jeder No Man's Sky verletzte Spieler sich doch übelst drauf freuen können, wenn das dann mal auch dann sauber umgesetzt wird. Aber wenn man sich mal die Trailer so anguckt dazu, das sieht schon äußerst fett aus. Und ja, da wird einiges gehen. Also ihr werdet im Space rumcruisen können, ihr werdet eben in Shooter-Manier euch durch die Gegend ballern können und Missionen erledigen können. Ihr werdet in Flotten fliegen können, ihr werdet auf Planeten landen können, ihr werdet auf Stationen landen können oder auf größeren Schiffen dort Missionen eben zu Fuß ausführen. Und ihr seht ja auch, ich laufe jetzt auch gerade hier durch die Gegend. Und hier ist mein bescheidenes Schiff, die Aurora. Sieht aber recht schön aus, finde ich, dafür, dass es ja, das kleinste verfügbare Schiff ist für die Credits, die ich hatte. Hier ein anderer Typ, der hat hier ein bisschen mehr Kohle. Ja, und da gibt es auch einige Schiffe und die Schiffe sind schon sehr geil designt. Also ich feiere das ohne Ende. Und wenn ihr auch mal hier guckt, also das ist äußerst geil. Ich guck mal, ob ich das hinkriege mit der Steuerung. Genau. Hier kann ich die freie Sicht ändern. Da gibt es schon einiges an Keymapping auch. Da bin ich noch nicht ganz so fresh drin. Das weiß ich noch nicht alles auswendig. Ich habe mir so einen Screenshot gemacht. Hey, da ist ein anderer Pilot. Servus, my friend. Ich habe keine Ahnung, wie ich interagieren kann. Und ja, deswegen lasse ich es. Ich will jetzt auch niemanden großartig irgendwie anpissen, weil ich irgendwie was Falsches drücke. Ist halt noch in Stellenweise, ist natürlich sehr buggy noch, ist eine Alpha. Das Geile ist, wenn ihr im Schiff seid, ich mache es jetzt nicht, ich habe es gestern mal gemacht, dann könnt ihr euch in eure Kabine legen und schlafen. Das könnt ihr auch mitten im All machen. Ich drehe mich mal hier um. Ne? Hier ist die Kabine. Da kann ich rein, kann pennen, dann seht ihr auch die Sterne von unten. Ich mache das vielleicht, wenn ich dann im All war. Und jetzt muss ich gucken, dass ich in den Pilot Seat komme. Jetzt passt das. Und ihr könnt jetzt auch schon ein paar Missionen fliegen. Ihr könnt auch im All aus dem Raumschiff aussteigen. Mache ich wahrscheinlich zum Ende des Videos mal. Als ich einmal das damals aus Versehen gemacht hatte, da bin ich dann auch erstmal, ja, war ich so circa 2000 Kilometer dann von meinem Schiff entfernt. Und bin erstmal verreckt. Das war natürlich auch super. Beziehungsweise was verreckt. Ich flog halt einfach im All und kam nicht mehr zurück. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege mit dem Fliegen. Das geht. Oh, das geht halbwegs. So. Genau, Steuerung habe ich jetzt nicht parat, deswegen wird das jetzt ziemlich lustig werden, was ich hier veranstalte. Ihr könnt es auch mit einer T-Flight HOTAS spielen. Ich habe eine T-Flight HOTAS. Lohnt sich. Ist ein Joystick mit Schubregler. Ist gerade zum Einstieg sehr gut. Ich habe es damals für 40 Euro, nee, 30 Euro gebraucht gekauft. Ich glaube, kostet aktuell noch 40 Euro, war damals wegen Elite Dangerous. Hier mache ich mal die Außenansicht. Und das lohnt sich schon. Also gerade für die Immersion. Ich spiele es jetzt aber aktuell mit meinem Xbox One Pad. Und ja. Ich gucke mal, ob ich irgendwie es hinbekomme, irgendwo hinzuwarpen. Und versuche nicht auszusteigen. Ich glaube, ich sollte mal versuchen, das Landing Gear irgendwie einzuziehen. Ich glaube, es ist sinnvoll, das mache ich kurz. Ich werde nebenbei ganz kurz, ich hoffe, ich crashe nirgends, die Pad-Belegung aufrufen. Ich mache da mal einen Screenshot mit OneNote, einfach über Windows-Taste, Umschalt und S und dann gerade für kompliziertere Belegungen. Könnt ihr euch dann den Screenshot irgendwo ablegen? Und das mache ich mir bei mir dann auch wieder in OneNote. Und dann habe ich auch immer einfach das parat und kann mir das dann kurz ablesen, solange bis ich es intus habe.
Habe ich genauso auch bei Elite Dangerous gemacht. Das ist unbedingt notwendig. So, hier gibt es nämlich auch einige Modifier-Toggles. Also ihr müsst dann zum Beispiel sich L1 und B drücken. So, jetzt habe ich erstmal das Landing Gear entfernt. Jetzt gucke ich mal, Quantum Drive gibt es. Wenn ich zu lange die Taste drücke, dann werde ich wahrscheinlich. Ja, dann werde ich ausgeworfen. Muss auch aufpassen. Ich guck mal, ob ich den Quantum Drive jetzt auch irgendwie aktivieren kann. Ah, das geht aktuell noch nicht. Ich brauche, glaube ich, irgendwie ein Ziel. Aber ja, da noope ich halt einfach noch rum, weil ich da einfach noch überhaupt keine Routine drin habe. Nichtsdestotrotz, also wenn man sich ja auch umguckt, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Und ich freue mich noch auf die Planetenlandungen. Ah, Quantum Travel System, hier. Jetzt habe ich's. Da sind wir noch ein Com-Array. Was haben wir noch? Ja. Cryo-Astro Service. Da fliegen wir doch mal einfach hin. Das ist das erste Mal, dass ich hier warpe. Yeah. Warp-Time. Ich liebe sowas. Und ich bete, dass noch die Oculus Rift unterstützt wird. Natürlich auch die HTC Vive für meine VR-Brüder da draußen. Denn Space Games und VR, das ist wie, ja, wie sind das? Das ist wie Chips und Netflix. Das ist wie Popcorn im Kino. Das ist wie Alk und Party. Das ist wie Ball und Korb. Ball und Tor. Ihr wisst, was ich meine. So. Gucken wir mal, dass wir hier nicht crashen. So, und jetzt just for fun. Ich fahre mal hier alles runter, dass mein Raumschiff diesmal nicht wegfliegt. Guck mal, wie ich ganz abbremsen kann. So, jetzt steige ich mal einfach aus. Ich glaube, das war nämlich auch damals der Fehler. Ich habe mein Raumschiff einfach weiterfliegen lassen, die Schubregler nicht rausgenommen und bin dann einfach ausgestiegen. Das mache ich jetzt einfach mal und gehe mal raus ins All. Und ich freue mich schon, wenn das Spiel mal released ist, mir dann fettere, größere Schiffe zu holen, auf denen ich dann richtig rumlaufen kann, viel Platz habe, meine Kabine nicht nur so eine enge Suppenbüchse ist. Und das wird natürlich besonders geil. Ich werde euch mal vielleicht noch da mal irgendwann mal noch zeigen. Es gibt noch andere Modi, wo ihr einfach komplett frei sein könnt. Also auch ein paar andere Schiffe auch mal spielen könnt. So, jetzt seht ihr, ich bin einfach im All. So, und jetzt sagt mir, ist das geil oder ist das geil? Das ist einfach geil. Das ist der Hammer. Und ich feiere das ohne Ende. Und da sieht man sieht schon einen Ansatz des Potenzials, einen Ansatz dessen, was in Star Citizen möglich sein wird. Ich glaube auch, man wird Teile des Raumschiffs reparieren können, wenn mal was ist. Und vor allem, ihr könnt halt auch andere Schiffe entern. Ihr könnt dann rausgehen, könnt ins andere Schiff ranfliegen, reingehen oder bei euren Kollegen dann einfach mal ein Schiff einsteigen, wenn es groß genug ist. Und das ist doch, da geht mir das Space-Herz auf. Das ist einfach der Hammer. Und also ich hoffe, 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 dass Chris Roberts und seine Vasallen, wie sie gerne nenne, das Ganze hier dann auch wirklich mal irgendwann jetzt dann mal zu einem Abschluss bringen. Vielleicht 2018. Ich kann es gar nicht erwarten, das zu spielen. Ich spiele gerne Elite Dangerous, aber wenn hier das so umgesetzt wird, wie es geplant ist, dann werden wir hier das beste Space Game aller Zeiten erleben, zumindest dann bis dato. Für mich ist das beste Space Game aktuell EVE Online. Danach folgt Elite Dangerous und dann lange Zeit gar nichts. Da gibt es einfach noch zu wenig. Und ja, das war mal ein bisschen Star Citizen. Schreibt mir in die Comments, ob ihr da noch ein bisschen mehr sehen wollt oder was Bestimmtes sehen wollt. Vielleicht Star Marines, der Shooter. Sehen wollt, wie ich drauf gehe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Reinschalten. See you next time, Commanders.